Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es ist nun knapp eine Woche her, dass ich die Apple Watch Board ausgepackt und eingerichtet habe. Die Videos findet ihr ja auch auf dem Kanal und auch nochmal unten in der Beschreibung. Und nach knapp über einer Woche ist es nun an der Zeit, ein kleines Fazit abzugeben, wie mir die Uhr gefällt, was ich gut finde, was ich nicht so gut finde oder im Endeffekt auch ein bisschen krasser gesagt, taugt das Ding überhaupt was oder ist es rausgeschmissenes Geld? Und das möchte ich euch in diesem Video erzählen. Viel Spaß dabei! Vorweg schon mal gesagt, die Apple Watch ist in meinen Augen definitiv kein Must-Have. Also ich würde niemals sagen, jeder, der ein iPhone hat, sollte sich so eine Uhr zulegen. Es ist definitiv ein Nice-to-Have, also es macht wirklich Spaß, nette Spielerei. Es kann in diversen Situationen auch echt praktisch sein, aber man muss auf jeden Fall nicht unbedingt so eine Uhr haben. Aber ich glaube, das kann man generell nicht nur auf die Apple Watch beziehen, sondern allgemein auf Smartwatches. Das ist im Moment eben so. Aber dennoch bin ich eigentlich sehr zufrieden. Also erstmal zum Design. Ich habe ja hier die 42mm Version, also die etwas größere Variante und das Ganze in Space-Grau mit dem schwarzen Silikonarmband. Meiner Meinung nach genau die richtige Wahl. Also vom Design her finde ich wirklich klasse. Das Space-Grau hat einen sehr schönen Farbton, ist ein bisschen dunkler als beim iPhone und genau das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Beim Silikonarmband hatte ich erst so ein bisschen meine Bedenken. Ich meine, das ist eine 450-Euro-Uhr, muss man ganz klar mal so sehen. Und ein Silikonarmband dabei. Aber das Silikonarmband ist wirklich hochwertig, fühlt sich gut an und sieht auch gut aus. Es ist manchmal so ein bisschen, ja, wenn man die Uhr einige Stunden, also im Grunde den ganzen Tag um hatte, dann hat man abends irgendwie nicht mehr so wirklich Bock drauf. Das ist vielleicht aber so ein generelles Problem von mir, weil ich habe sonst nicht wirklich Uhren getragen. Also ich habe eigentlich immer meine Uhr auf dem Smartphone verwendet und gar keine Armbanduhr getragen. So. Ich kriege auch noch ein Echtlederarmband, das habe ich auch bestellt, das kommt die Tage irgendwann an, hoffe ich zumindest. Und dann schaue ich einfach mal, vielleicht gefällt mir das auch nochmal von der Haptik und vor allem dann auch am Handgelenk nochmal besser. Ansonsten wirkt die Uhr sehr elegant, nicht zu klobig, gute Größe für meinen Arm, finde ich. Also meiner Meinung nach, wie gesagt, genau die richtige Wahl. Etwas problematisch ist ja auch das Thema Akkulaufzeit. Da gab es ja auch viel Kritik, nicht nur an der Apple Watch, sondern generell an den Smartwatches. Weil im Prinzip sind die dafür ausgelegt, dass man ganz gut einen Tag hinkriegt und dann muss man sie eben über Nacht laden. Ist das bei der Apple Watch auch so? Meiner Meinung nach nicht, weil ich komme problemlos über 2 Tage, wenn ich so im normalen Alltag die Uhr umhabe, starte morgens mit 100% zum Beispiel, dann habe ich meistens abends, also gegen 22, 23 Uhr, habe ich immer noch 60%. Das heißt, ich schaffe eigentlich ganz locker 2 Tage, ohne die Uhr aufzuladen. Und sogar, wenn ich wirklich den ganzen Tag an der Uhr rumspiele, dann ist sie trotzdem abends nicht leer. Also dann habe ich immer noch meine 20-30%. Und das ist wirklich, wirklich krasse Nutzung. Also echt, echt intensiv. Und das heißt, da bin ich wirklich sehr überrascht. Ich hätte es mir schlechter vorgestellt. Und das freut mich also wirklich, dass man die Uhr nicht mal unbedingt jeden Tag laden muss. Und dass man eigentlich, wenn man morgens startet, nicht Angst haben muss, dass man abends ohne Akku dasteht. Das ist auch noch gerade ein Punkt. Es gibt die sogenannte Gangreserve. Die Gangreserve schaltet alles ab, außer die Uhrzeit und damit hält das Ganze dann nochmal, wenn der Akku schon fast alle ist, etliche Stunden. Ich weiß nicht, meistens steht da irgendwas mit 2 Tagen, ich weiß nicht genau, das habe ich nicht so genau getestet, ob das wirklich stimmt, dass das so lange ist. Finde ich auf jeden Fall ein super Feature, man braucht also keine Angst haben, dass man ohne Uhr da steht. Selbst wenn der Akku fast leer ist, eine Uhr hat man immer noch. Die kann dann zwar nichts mehr, außer die Uhrzeit anzeigen, aber man hat immerhin die Uhrzeit. So. Also das finde ich alles ziemlich gut, da bin ich auf jeden Fall sehr gut zufrieden. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dem Nutzen dieser Uhr im Grunde. Und das ist ein relativ komplexes Thema, ich versuche das mal so einfach wie möglich jetzt hier auszudrücken. Die muss ja auf jeden Fall einen Mehrwert haben, sonst würde das Thema Apple Watch oder das Thema Smartwatch gar nicht so richtig Sinn machen. Und sie hat einen Mehrwert, aber der ist noch nicht so groß, wie er sein könnte. So will ich das jetzt einfach mal formulieren. Es ist eigentlich schon ziemlich cool, dass man seine ganzen Notifications auf die Uhr bekommt. Es sind im Moment noch nicht alle Apps angepasst, das ist so ein bisschen doof. WhatsApp zum Beispiel, man kann das nur anzeigen lassen, aber nicht direkt drauf antworten und nicht interagieren. Man kann nur die Nachricht lesen. Aber das ist generell so eine Sache. Ich finde das super, ich muss nicht immer mein Handy rausholen. Ich kann vielleicht auch gar nicht immer mein Handy rausholen, in der Schule, auf der Arbeit, keine Ahnung. Ich gucke einmal auf meine Uhr, muss ich ja nur das Handgelenk heben, diese Sensoren schalten mir dann das Display an. Ich gucke einmal auf die Uhr und weiß sofort, wer will was von mir, was will der von mir, ist das wichtig, ist das unwichtig und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr praktische Sache und auch so mein
ja, mein Favorite Feature an der Apple Watch, also so simpel das Ganze auch ist. Aber dann ist es natürlich auch super cool, verschiedene Designs zu haben, verschiedene Farben auswählen zu können, Zusatzinfos wie Wetter oder auch, keine Ahnung, Wecker, wann die Sonne aufgeht, wann die Sonne untergeht und all so ein Kram. Also relativ viele Informationen, schnell auf einen Blick. So, und dann können wir natürlich auch noch weitere Apps benutzen. Die können wir dann über die Apple Watch App auf dem iPhone auf die Uhr übertragen. Es läuft allgemein alles immer in Verbindung mit dem iPhone. Und dann kann man auch eine ganze Menge machen. Da kommen bald bestimmt noch mehr Apps, dann ist das Ganze noch mal ein bisschen sinnvoller. Im Moment ist es halt ganz nett. Man kann mal auf Twitter die Timeline durchsuchen, man kann auf Instagram die neuen Fotos anschauen, das Wetter überprüfen. Es gibt Fitness-Apps, so Standardsachen, Stoppuhr, Wecker, Karten zum Navigieren. Man kann seine Musik auf dem iPhone quasi fernsteuern. Es gibt aber auch eine Remote-App, damit man auf ja, im Heimnetzwerk auf den Mac zum Beispiel zugreifen kann und da seine iTunes-Mediathek steuern kann und all so ein Quatsch. Also es gibt ziemlich viele Features, die man aber nicht unbedingt alle so im Alltag benutzt. Im Alltag benutze ich hauptsächlich tatsächlich die Notifications. Und das ist im Moment der Punkt, warum ich sage, kein Must-Have, Spielerei, nette Sache, aber man muss das Ganze nicht haben. Ich hoffe, ich konnte das verständlich rüberbringen. Ganz kurz nochmal zusammengefasst. Design, super, Akkulaufzeit. Echt top, bin ich sehr zufrieden mit. Und was den Nutzen angeht, ist das Ganze schon eine nette Sache. Viele Features, man braucht nicht alle im Alltag, aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Also ich denke, wenn weitere Apps angepasst werden, es Apps speziell für die Uhr nochmal gibt, Apple auch weiter daran arbeitet. Es ist ja im Moment Watch OS 1.0, was hier drauf läuft, das darf man ja auch nicht vergessen. Und da kann auf jeden Fall noch viel, viel mehr kommen. Also da bin ich mir absolut sicher. Und ja, das ist so mein Fazit. Wenn ihr eine Apple Watch habt, schreibt mir unbedingt mal unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Oder allgemein würde mich auch interessieren, wenn ihr euch eine bestellt habt, welche habt ihr genommen? Alles, ja, was ihr gerne so mal erzählen wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Jetzt hat ja nicht jeder seine, ja, oder nicht jeder dieselbe Meinung, so. Und deswegen habe ich euch noch zwei weitere Fazits von meinen Kollegen iReview und TechnikLike unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr also gerne mal vorbeischauen und euch mal anhören, was die so zu der Apple Watch sagen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Kommentare, Bewertungen wären super klasse. Und dann haut rein. Ciao.